Schlammhaufen. Das hier ist eine Reservistübung und kein Riegelpitz mit anfassen. In Reihe angetreten, stillgestanden. Wer rastet, der rostet. Abzählen von links nach rechts. 2, 3, 4, 5, 6. Alles ausgekundschaftet. Hinter dem Wald liegt ein großes Feld. Weit und breit kein Feind in Sicht. Halt, das ist die Erinnerung. Entschuldigung, wollte sagen, kein Bauer auf dem Feld, der sich erschrecken könnte. Ausgezeichnet, Schröder! Magazin mit Platzpatron austeilen! Voller Feldwebel! Verdammt nochmal, ich krieg dieses Magazin nicht rein. Danke. Ist bei mir schon ziemlich lange her. Ruhe da! Na, Nummer 5, alles wieder verlernt? Gewehr abnehmen! Fertig laden! Anschlag! Entsichern! Jetzt alle Mann auf den Baum da hinten anlegen! Schröder, Feuer frei! 2 Feuer frei! 3 Feuer frei! 4 Feuer frei! 5 Feuer frei! 6 Feuer frei! Tieflieger von hinten, volle Deckung! Was ist mit Ihnen? Steh in deiner Mauer. Seh keine Mauer. Seh keine Tieflieger. Ich werde Ihnen das Hinlegen noch beibringen. Abstehen! Jetzt bald! Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen dem Feind direkt gegenüber. Auf der Koppel zielen. Und warum auf der Koppel? Nummer 2. Aufs Koppel? Ich weiß nicht. Schröder! Die Gefahr, dass durch Verreißen verfehlt wird und der Gegner nicht lebensgefährlich verletzt wird, ist bei gezieltem Schuss auf die Magengegend am geringsten. In unmittelbarer Nähe des Magens befinden sich folgende lebenswichtige Organe. Herz, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Darmtrakt. Das genügt! Deswegen immer auf die Mitte des Feindes zielen. Das ist etwa da, wo der Feind der Koppel trägt. Alle auf mich anlegen! Schneller! Feuer frei! 2 Feuer frei! Nummer 2 hat leicht nach oben rechts verrissen. Sehen Sie, wie gut das auf die Mitte gezielt hat. So hat er wahrscheinlich immer noch die rechte Herzkammer unter den linken Lungenflügel geschossen. Und die Wirbelsäule dabei schwer beschädigt. So was endet meist tödlich. Hätte auf den Kopf gezielt, wäre es wahrscheinlich nur bei einem leichten Streifschuss geblieben. 3 Feuer frei! 4 Feuer frei! Ziele nie auf Mensch und Tier, nicht im Ernst und nicht im Spaß. Wisst ihr was? 4 Feuer frei! 5 Feuer frei! Was ist denn 5? Hier zielen! Das Koppel genau in Kiemen konnte gestrichen. Feuer frei! 5 Feuer frei! Na, wird's bald! Was ist denn wann? Feuer frei! Brüllaffe! Was haben Sie gesagt? Feuer frei! Möchte ich, aber ich kann nicht. Sie können ja! Sie werde ich morgen lehren! Dienstgrad! Gefreiter! Hohlkopf! Raffen Sie mal ein bisschen Griff zusammen, Mensch! Stellen Sie sich mal vor! Der Feind springt aus einem Gebüsch und stellt sich Ihnen direkt gegenüber. So! Die Mündung seiner Feuerwaffe ist genau auf Sie gerichtet. Sie mit Ihrer ständigen Feinderfindung. Der Feind zielt auf Sie. Er knallt Ihnen einen Verlatt und Ihr Kopf rollt in die Rüben. Das interessiert mich nicht. Sie können noch so widerlich sein. Es ist für mich noch lange kein Grund, auf Sie abzudrücken. Der Befehlsverweigerung. Akuter Fall von mangelnder Einsatzbereitschaft. Name? X. Was denn? VWXY. X, nur ein Buchstabe. Schröder, notieren. Befehlsverweigerung. Mangelnde Einsatzbereitschaft. Die Freiter bezeichnen sich als X. Feigheit plus alles Feigheit. Der Feigling müsste gezüchtet werden. Der im Kriegsfall todsicher abhaut, dann könnte nichts passieren. Wahnsinn, Wahnsinn. Alles wegschmeißen hat keinen Zweck. Was tun Sie da was? Eigentum der Bundeswehr zerstört! Unglaublich! Das werden Sie büßen! Akustischer Terror! Schöner! Sofort ergeben! Los, die anderen! Tun Sie doch was! Stehen Sie doch nicht so herum! Was Sie da machen, ist doch keine Sprache mehr. Es sind doch nur noch Geräusche. Auf Sie! Schneider mit Kopf! Meldung machen! Wir machen unseren Widerstand! Los, zurück zur Kaserne! Was machst? Was machen wir jetzt? Nach Hause gehen. Nee, ich greife meine paar Tage noch runter.